So, und rein damit. Ach, und Kabel reinstecken. Ja, cool. Und hoch. Und ganz sanft wieder zu mit dem Kasten. Er wird bei dem Sturm genauso halten. Zack. Ach, guck mal. Soll ich mich setzen? Siehst du, was ich sehe? Mindestens haltbar bis vom letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag. Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Setz dich ruhig hin. Das könnte Stunden dauern. Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Der ganze Scheiß mit den Wraiths hätte nicht passieren dürfen. Die wollten alles. Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wüssten die, in welchem Zustand wir uns befinden? Ein, zwei Überfälle. Ach komm, nicht jetzt. Ihr seid beide müde. Vielleicht hast du recht. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du unseren Biotechniker verscherbeln? Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist! Ich sehe das wie Panam. Klingt nach einer richtigen Scheißidee. Danke. Was weißt du schon über all das? Greetkit! Weißt du, was ich an Nomaden immer mochte? Euren Hunger nach der Freiheit. In Night City gibt's die nicht. Konzerne haben überall ihre dreckigen Finger drin. Und ich glaube nicht, dass du ihnen euren größten Schatz einfach schenken willst. Danke, V. Besser hätte ich's nicht sagen können. Klar gab's hier unter Streit. Sicher, wie in jeder Familie. Sollten wir nicht wieder auskommen? Finde ich auch. Wenn du wieder zurückkommen willst, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Aber manche Dinge müssen sich auch ändern. Das heißt, kein Vordrängeln mehr. Geht das wieder los? Ein Vordrängeln beim Essen oder? Weißt du was, Kleine? Später können wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Das hoffe ich doch. Aber jetzt würde ich mich echt gern ausruhen. Soll ich helfen? Halt's Maul. Wisst ihr, wie man so einen Sturm in Nordafrika nennt? Habub. Der kleine Habub. Ich liebe dieses Wort. Ja, Glück habe ich schon. Was war das denn gerade? Was denn? Anstoßen, ja sicher. Na, Whisky mag ich eigentlich nicht, aber egal. Auf Habubs. Ja. Auf her Boobs. Ja, Mann, auf die Boobs. Mann, das Zeug ist echt hart. Lustig. Was denn? Ich schlafe selten unter Dächern. Und trotzdem ist es mit dir schon das zweite Mal. Wenn man Tag und Nacht auf der Straße ist und der Hintern langsam mit dem Sitz verschmilzt, vergisst man, wie das ist. Und? Findest du es so besser? Nein, nur anders. Daraus könnte man ein nettes Motel machen, oder? Kleiner Kamin, genug Suff. Fehlt nur der schlecht gelaunte Typ am Empfang. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Es ist alles perfekt. Machst du es dir nicht etwas zu gemütlich? Nein, das wollte ich nicht. Hab's wohl übertrieben. Nein, 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 nein. Ich wollte sagen, mach's dir gemütlich. Nee, 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 nee. Oh, ich habe keinen Safe dafür. Oh, nee. Oder? Hier ist ein Autosave. Doch, 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 hier ist ein Autosave. Ja. Also, nee. Das war mein Ziel, damit der total gut zu gehen. Da machen die so eine Kacke da. Das ist wie scheiße Besetzungsfehler. Nee. Gibt's nicht. So, sprich mit Panam an. Hab ich den Strom gemacht schon? Ja, ne?
Dann, nachdem ich den Schirm gemacht habe. Okay, cool. Na, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Siehst du, was ich sehe? Mindestens haltbar bis vom letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag? Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Setz dich ruhig hin. Das könnte Stunden dauern. Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Der ganze Scheiß mit den Wraiths. Wissen die, in welchem Zustand wir uns befinden? Ach komm, nicht jetzt. Das haben wir schon gesehen, ne? Wir können die... So, zack, zack. Also willst du unseren Biotechniker... Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist! So, Panam-Seite wählen. Ich sehe das. Danke. Was weißt du schon über all das? Street Kid. Weißt du, was ich an... In Night City gibt's die nicht. Konzerne haben überall ihre dreckigen Finger drin. Und ich glaube nicht, dass du ihn... So, wieder überspringen. Danke, wie. Best. Klar gab's. Sicher. Sollten wir nicht. Finde ich auch. Wenn du wieder... Aber Mann. Geht da... Weißt du... Das Hopp? Das Vorspulen ist auch irgendwie... Aber cool. Jetzt. Soll ich helfen? So, jetzt kommt das mit dem Whisky. Auf, Herr Bubs. Ja. Auf, Herr Bubs. Und jetzt nochmal richtig. Mann, das Zeug ist echt hart. Komm, beide her. Was denn? Ich schlafe selten unter Dächern. Und trotzdem ist es mit dir schon das zweite Mal. Wenn man Tag und Nacht auf der Straße ist und der Hintern langsam mit dem Sitz verschmilzt, vergisst man, und? Wie es ist. Findest du es so besser? Nein, nur anders. Daraus könnte man ein nettes Motel machen, oder? Kleiner Kamin, genug Suff. Fehlt nur der schlecht gelaunte Typ am Empfang. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Es ist alles perfekt. Ohne Schuhe wäre es bestimmt angenehmer, werte Dame. Nach so einem Tag? Ich glaube, wir würden alle ersticken. Ach was. Gerade nach so einem Tag verdienst du etwas Entspannung. Ach ja? Was schwebt dir denn vor? Wir gehen all in. Ich hätte da eine Idee. Du weißt schon, was ich meine. Wie? Schon wieder. Schon wieder. Es ist gerade gut so, wie es ist. Vermasseln wir es nicht, okay? Das tut mir leid. Weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Ist schon okay. Echt. Mach dir keine Gedanken. Okay. Also, Freunde. Halte ich für eine gute Idee. Und wie? Ja, wir bleiben danke, dran. Danke, dass du gekommen bist. Bin ich doch gar nicht wegen dir. Das bedeutet mir viel. Mensch. Hast du das? Nein. Mhm. Der Wind hat nachgelassen. Weiß nicht, wie das bei Herr Bubs ist. Oh, aber wenn ein Chinook durch die Prärie saust, mache ich immer kein Auge zu. Nicht mal kurz. Ja, gut. Moin. Im Namen der Mitarbeiter des Independent California Motels wünsche ich Ihnen süße Träume. Das war cool. Mensch, Johnny, nice. Wo ist die? 250 Personen wurden verletzt und 70 werden noch vermisst. Wenn ihr heute dieses Radioprogramm hört, könnt ihr euch glücklich schätzen. Tschubas. Hey, du
ja noch. Hey, hast du gut geschlafen? Gute Arbeit, wie? Alte Schule war das. Ich sag dir eins. Nächstes Mal such ich das Motel aus. Wenn's ein nächstes Mal gibt. Oh, ey, schon wieder ein Korb. Also, ich hab wie ein Baby geschlafen. Gemütliche Schulter hast du da. Echt schade, dass ich gleich los muss. Moment. Ich dachte, du willst zurück zu den Aldecaldos. Beim Clan bleiben. Ist auch so. Komm. Boah, dieses Licht. Gestern Abend. Mega. Gespräch mit Saul. Danke für die Rückendeckung. Doch eins noch. Die Raves. Der Überfall. Das war nur der Anfang. Wir müssen uns drauf vorbereiten. Saul kümmert sich ums Lager und ich. Und du? Die Ruffen wollten unsere Routen, stimmt's? Jetzt sind die Aldecaldos dran. Ich werde Informationen sammeln. Eins noch. Deine Belohnung. Behandle sie gut. Hat mich lange begleitet. Ja, wieso willst du sie nicht mehr? Du musst sie auch beschützen. Achso, ich soll's taken. Overwatch. Ist in guten Händen, Panam. Ich weiß. Also, danke. Wieder einmal. Bin froh, dass ich helfen konnte. Wirklich froh. Pass auf dich auf. Du auch, Panam. Und denk dran, ich schulde dir was. Ja. Ich wollte es auch schon ein paar Mal einfordern, aber du gibst mir mal einen Korb. Okay, zurück nach Night City V. Hab die Schnauze voll von diesem Kaff. Geht mir genauso. Ist auch nicht meine Welt, Johnny.